Gewinnerin bei den Weltreiterspielen in Stockholm mit einem Pferd namens Matador. Sie ist 53 Jahre alt. Ganz so elegant, so rund, die Piaffe hier, auch nicht im Takt immer. Kyra Kirklund ist nicht nur eine erfahrene, eine gute, eine sehr gute Reiterin, sondern eine ebenso hervorragende Ausbilderin. Beispielsweise Jan Brink, den wir heute als letzten der Kür sehen werden, den gestrigen Sieger des Special. Er hat viel seiner reiterlichen Fähigkeiten von ihr vermittelt bekommen. Ja, eine ganz kurze Analyse. Sicherlich auch Unterschiede zum Ritt zuvor, was das Pferd anbetrifft, nicht nur von der Farbe allein. Don Schufro deutliche Vorteile. Die Piaffe, die durchaus mit leichter Vorwärtstendenz präsentiert werden kann, beim ersten Mal mit etwas zu viel Go nach vorn. Und wie ich meine, beide Piaffen nicht immer ganz taktrein. Ein bisschen eng das Pferd auch. Wenig schwankend die fliegende Wechsel. Die fliegenden Wechsel kann man natürlich auch, um dies zu verhindern, auf gebogener Linie zeigen, dann wird das nicht so offenbart. Kleine Aussetzer, immer wieder, nicht nur in der Pirouette. Auch bei den fliegenden Wechseln
der letzte geschmeidige Schliff, die letzte Eleganz, der letzte Esprit fehlt ein bisschen. Sehr schön gelungen, die doppelte Pirouette. Das Pferd muss von der Hinterhand untertreten. Richtig unter den Schwerpunkt des Pferdes in der Passage. Und vor allem auch noch einmal in der Piaffe. Ja, es kommt zwar hier, wie gewünscht, mit dem Oberarm des Vorderbeines ziemlich in die Waagrechte, aber das Pferd macht sich vielleicht das Ganze auch selbst noch mal extrem schwer, weil es vermehrt mit der Hinterhand versucht, deutlich unter seinen Schwerpunkt dabei zu kommen. Eine gute Kür. Wir wollen jetzt nicht sagen, das war schlecht. Das ist eine